So, hi. Jetzt bin ich hier zusammen mit Rem Wizard. Hallo. Hallo. Kurz zu dir, jetzt zum Anfang. Wie lange beschäftigst du dich schon mit Tron? Ich begann so vor etwa 30 Jahren bereits, als der Tolai sein erstes Buch gerade geschrieben hatte. Und da bin ich zufällig drüber gestolpert und habe mir das durchgelesen. Das fand ich total faszinierend. Vor allen Dingen auch aufgrund der faszinierenden Traumberichte, die da von anderen Menschen drin stehen. Das fand ich sehr spannend. Oh, cool, das ist eine lange Zeit. Was machst du denn zurzeit so in der letzten Zeit besonders? Naja, ich habe so vor rund 4 Jahren begonnen, wieder mehr für Persönlichkeitsentwicklung zu tun und bin dann auf den Gedanken gekommen, mich wieder mehr mit Klarträumen zu befassen und dachte, ach, guckst du doch mal im Internet, gibt es bestimmt jetzt irgendwas Interessantes, und da habe ich das Klartraumforum entdeckt. Dann habe ich da so ein bisschen meine Heimat gefunden und ich bin da sehr aktiv, guck viel rein. Und was ist von den Tätigkeiten her, so Traumarbeit oder Klarträume, was machst du da so besonders? Naja, ich führe Traumtagebuch und veröffentliche meine Träume auch in so einem Logbuch im Klartraumforum, lese mir normalerweise häufig durch, was ich im Moment ein bisschen vernachlässigt habe. Deshalb ist wohl auch meine Traumerinnerung momentan nicht so gut. Aber ich mache trotzdem relativ häufig Reality-Checks und ich versuche, so oft es geht, im Hier und Jetzt zu sein, was halt auch damit zusammenhängt, dass ich Zen-Meditation praktiziere, was in die gleiche Richtung geht halt. Ne? Ja, cool. Würdest du sagen, das hat in irgendeiner Weise, also diese Art von Träumen aufschreiben und Klarträumen beschäftigen, dein Leben beeinflusst? Das hat es ganz sicher. Ne? Also, wie ich gerade schon angedeutet habe, das trägt einfach dazu bei, dass man mehr im Hier und Jetzt ist und ein kritisches Bewusstsein entwickelt, was auf allen Gebieten des täglichen Lebens einfach äußerst nützlich ist. Man verplempert nicht so viel Zeit, ohne zu leben, im Hamsterrad. Das hört halt irgendwann auf, ne? Cool. Hast du da vielleicht ein Beispiel? Ja, ich sehe viele Bereiche des täglichen Lebens natürlich auch kritischer, auch die Politik, was natürlich nicht immer ganz einfach ist. Und ich komme so immer öfter an Punkte, wo ich sage, ich müsste eigentlich selbst auch mehr versuchen zu ändern, was ich aber nicht mache. Ja gut, kann ja vielleicht noch kommen. Ja, genau. Cool, dankeschön. Jetzt zum Schluss, hast du vielleicht noch einen Tipp für Leute, die sich auch für die Art von Bewusstentwicklung, Bewusstseinsentwicklung und so mit den Träumen interessieren? Ja, es ist das kritische Bewusstsein, ist das ein und alles. Ne? Kommt es ganz von selbst, dass man auch im Traum auf die Idee kommt, dass das ja ein Traum ist. Wenn man kein kritisches Bewusstsein entwickelt, dann merkt man das halt nicht. Ne? Mhm. Träumt man immer trüb. Ja. Okay, dann danke ich dir und tschüss. Gerne. Tschüss.